Moin zusammen, schönen Sonntag und heute will ich mir mal ein neues Spiel anschauen. Also Let's Look at quasi habe ich die Playlist schon erstellt gehabt? Ich weiß es gar nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall will ich mir heute mal Generation Zero angucken und ja, ich will mal eine Stunde lang hier rumlaufen und hab mir vorher nichts großartig angeschaut. Ich habe ein Video gesehen von dem YouTuber IGP, heißt der, glaube ich. Das hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich das heute auch mal angemacht. Ich hatte eigentlich vor, Atlas heute zu spielen nochmal, also so ein Bock auf Video, aber alles weg. Also die Server sind down und die bereiten jetzt die Testserver vor. Also das ist weg, das hat keinen Zweck mehr jetzt. Da wird es dann demnächst dann irgendwann nach dem 8. April vielleicht mal ein Let's Play geben zu. Und ja, Destiny 2 hatte ich gezockt eine Stunde lang, eine 2 Stunden sogar. Aber das ist so riesig, das Ding, diese Datei, das kriege ich heute sowieso nicht mehr hochgeladen. Außerdem finde ich die Policy nicht, um den Content hochladen zu dürfen auf YouTube. Deswegen lasse ich das. Bungie ist da so ein bisschen Eigenwohl und da gucke ich erstmal. Vielleicht mache ich das mal zwischendurch irgendwann. So, genug gesammelt. Also, neues Spiel. Ich bin männlich. Oh Gott. Charakter. Hautton ist mir eigentlich egal. Gibt es auch ein braves? Streber. Nee, ich nehme mal halbstark. Das gefällt mir ganz gut. So laufe ich auch ab und zu mal rum. Zwar nicht mit Jeansjacke, aber Jeans, Hemd, Boots, Cappy. Ja, das passt. Stil 1. Ah, oh ja. Dann nehmen wir doch den. Das sieht doch trendy aus. Was haben wir noch? Nochmal kurz das Face angucken. Was war das jetzt? Böse Augenfehler. Noch Milchbubi. Ronaldo. Na, weiß nicht. Ja, schaut auch nett aus. Modell leichter Überbiss. Alle hübsch, aber ich glaube, ich nehme den hier. Der gefällt mir ganz gut. Boah. Nehmen wir den mal. Starten. Aha. Wo kann ich das ändern? Das wusste ich gar nicht, dass das ein. Ach, der, klar, es ist ein Multiplayer-Spiel. Ich habe es ja gesehen im Video, ich Trollo. Das ist also ein schwedisches Spiel. Meine Mangelbereitschaft dazu gezogen, aber da habe noch der alte schicke Gruber hier. Ja, wird auch mal wieder erwähnt. Mit der sind jeden Mann, jeder Frau, jeden können, wo deine Krieg vor so bla bla bla. Und was ist auch wieder bei der jeder Widerstand zu lassen? Okay. Gut. Danke. Ist der Turn. Irgendwo an der Ostküste, Ostküste Schwedens, 14. November 1989. Du hast mit einem Klassenkameraden ein paar Tage draußen. Ich bin Kind oder ein Jugendlicher. Bei eurer Rückkehr wird euer Boot plötzlich vom Strand her mit explodierenden Projektilen. Hallo? Oh, es rauscht, es regnet, wa? Mhm.
So, Multiplayer-Menü. Nur mit Einladung. Sprache Englisch, okay. Gibt es auch Deutsch? Chinesisch, Japanisch, Japanisch, Russisch, Französisch, Deutsch. Ich spiele es mal auf Englisch. Ich habe die Untertitel auch ausgestellt. Oder ist das... Oh, nee, um Gottes Willen. Eingabe, okay. Ist das jetzt, okay. Ja, wie gesagt, ich spiele es mal auf Englisch. Ich meine, in Early Access Spiel ist das ja nicht, ne? So, Waffe, haben wir irgendwelche Waffen? Nö. Also ich weiß, dass es um Roboter geht und deswegen habe ich mir das auch zugelegt. Weil das hat mir sehr gut gefallen, wie die Dinger aussahen. Der Weg. Durchsuche das Haus nach etwas Nützlichem. Ich suche das Polizeiauto nach Munition. Was in der Tonne von Jersey mit einem. Oh, es ist Deutsch, aber doch Deutsch. Okay. Ach so, ach, ich bin so ein Trollo. Moment. Das ist wohl doch auf Deutsch. Macht ja nichts, ist egal, wir spielen es auf Deutsch. Ich hatte gedacht, das geht nicht auf Deutsch oder was. Wir sammeln mal. Das ist ja unsere bevorzugte Tätigkeit in solchen Spielen. Wir sammeln immer erstmal alles ein, was wir finden. Bengts handschriftliche Notiz. Z. Mehr lesen. Sieht ja nicht gut aus hier. Oh, ouch. Ach, das ist ein Roboter. Fernseher. Sonics. Berliner Mauer ist gefallen. Das ist ganz schön makaber, das mit der die, mit dem V der Maler, also, mit dem Fall der Mauer so ein Chaos entstanden ist. Hebe die Pistole auf. Hier ist der Wecker noch am quietschen. Pistole, Pistole. Das Bad. Fernseher. Ach, das ist die Lampe hier. Oh. Falsche Taste gedrückt. So, hier soll irgendwo eine Pistole sein. Quietschen.
Ich nehme alles. Okay, du Blaster. Die Richtung ist irgendwo. Ach, da, die habe ich nicht gesehen. Müller PP. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. Ich würde gerne mal Inventar ist I. Gut, okay. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Das Fernglas ist da. Musik werde ich mal nicht anmachen. Hallo. Der wird zum Hemd in die Hose stecken können. So. 4. Was ist denn überhaupt los? War die Pistole, ne? Kann man die auch wieder raus anlegen? Nein. Da ist noch eine Tür. Munition. Ich nehme erstmal alles mit. Gucken, was man hier so alles machen kann dann. Hier ist eine Bootsanlegestelle oder so. Eine Fähre, würde ich mal sagen. Die Schweden sind ein ganz schön hartes Volk. Munition im Auto, Zielfernrohre. Kann man hier reingehen? Ja. Da ist nichts drin. Doch hier. Gas. Flüt Arne. Schweden ist ein sehr schönes Land, finde ich. Oh. Also es lohnt sich, die Autos durchzusuchen. Durchzusuchen. Ich habe zu wenig Kaffee gehabt heute, glaube ich. Oder zu viel. Das. Was war das? Machen wir den auch noch mal ganz auf da hinten. Die Geräusche sind toll, finde ich. Also ich habe es jetzt auf 50% gestellt, weil ich Angst hatte, dass das gleich mir die Ohren wegballert, wenn ich hier ins Spiel gehe, aber ich glaube, das ist nicht gut. Wir schießen nicht auf den Tank mit Gas. Wir wollen ja nur nicht mit aller Macht unsere Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit auf uns. Der hat doch bestimmt auch Waffen drin. Noch so ein Roboter. Oh. Kann man sich auch selber Roboter bauen? Oder die manipulieren oder so. Kleine Brennstoffzelle.
Roboter finde ich faszinierend. Und ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Wie heißt die Firma nochmal? Boston Robotics. Boston Robotics. Also wenn er bei Google mal eingeht, Boston Robotics, faszinierend. Ich bin da so baff gewesen, als ich dieses neueste Ding gesehen habe. Obacht, wir werden beobachtet. Irgendwas ist da wohl. Also das ist das Schöne an OBS, dass die Fensterchen, die hier sonst so aufploppen, bei einer Fensteraufnahme nicht mit aufgenommen werden. Das ist von Vorteil. Ich nehme sonst immer nur mit Bildschirm auf, aber mal gut, dass ich das jetzt so gemacht habe. Es ist immer nur das Problem, teilweise funktioniert das Aufnehmen. Bei WoW klappt das gut, bei EVE Online klappt das gut, wenn ich vom Bildschirm direkt aufnehme. Aber ja, Ostriff klappt ja im Moment gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das mit der Auflösung zu tun hat. Ich hatte eben auch Destiny aufgenommen, anderthalb Stunden oder ich glaube eine Stunde 45, hatte ich schon gesagt. Da hat das auch geklappt. Da musste ich nur noch mal richtig die Auflösung anpassen. Und dann hat er das auch gemacht. Trecker, kann man eigentlich Fahrzeuge fahren noch? Wie gesagt, ich bin total blind eigentlich, was das Spiel angeht. Wir nehmen mal wieder die Waffe in die Hand. Wir nähern uns mal dem Ding, was da eben aufgeblitzt hat. So von wegen. Achtung, Achtung. Das guckt dich da einer. Da war das. Ich habe nur noch 8 Kugeln. Wo ist es? Da. Oh, oh, oh. Das überhaupt? Oh, die sind die schnell. Nee. Ach, ich hab. Springen.
Ich glaube, ich darf das hier nicht machen, oder? Oh, oh, oh. Ich glaube, ich bin tot. Ne? Bewusstlos. Ach, ich habe keine Munition mehr. Nee. Achso, nee, I war das. Haben wir noch irgendwas? Oh, nein. Na, ich bin so dämlich. Moment. So, nochmal. Falsch Knopf gedrückt. Ihr habt's gesehen. Also. Gut, gehen wir noch zum Polizeiauto, Munition zu holen. Zerstöre einen Feind. Nur doch nochmal. Wow. Ich gehe jetzt trotzdem mal wieder zu den Autos zurück, denn ich hatte ja nur den Abbruch. Mal schauen, vielleicht kriege ich das hin. Ja, ich weiß noch nicht, das ist sehr interessant, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein bisschen Munition drin. Mehr drin.
Wasser gehen. Nee, wahrscheinlich nicht. Na egal. Halbe Stunde noch. Sind schon wieder rum. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal in die Wälder. Mal gucken, was da los ist. Den hatte ich jetzt untersucht. Da hinten waren auch noch Autos. Gehen wir mal da hinten lang. Hatte ich jetzt schon das Fernglas? Ja. Da kommen wir gar nicht rein, wa? Gehen wir mal weiter. Da ist nix. So von der Aufbauung her gefällt es mir gut. Ich habe jetzt die Grafik, ich habe noch nichts dran verändert, ich habe es nicht hochgeschraubt oder so. Ah, hier ist ein kleiner Weg. Richtige Straße hier. Da ist ein Auto. Mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Da ist ein Haus, da gehen wir auch mal hin. Ist aber nicht unser Haus, ne? Ne, da ist nur so ein Roboter. Kann nichts rausnehmen. Boah, wie viel sind das? Schnell, schnell, schnell. Erforsche die Kirche. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich hau ja auch ab. Ich bin schon weg. Oh, oh, oh. Hm.
Ist das hier ein sicherer Ort oder? Ehrlich gesagt, richtig ekelig gerade. Puh, vom Gefühl her. Ich sammle das erstmal ein. Ach, Inventar voll. Okay. So, jetzt gucken wir erstmal ein bisschen ins. Ich schätze mal, hier kann jetzt keiner reinkommen. Fertigkeiten, was haben wir denn hier so alles? Run and gun, das hört sich gut an. Überleben, Technik. Wir haben noch keine Fertigkeitspunkte, also daher. Okay. Gewehre. Mal was ausprobieren. Ohne Karte gibt es auch. Wie sind denn an dem Zufluchtsort? Das ist doch schon mal gut. Der Jäger. Feldmission. Schminke, Jacke, Hip-Hop-Punk-Jacke, Fliegerjacke. Ne, wir nehmen das. Das sieht schön aus. Mal was ausprobieren. Mit unseren neuen Errungenschaften. Müssen wir nochmal gucken, kurz.
Auf 6, auf 4 war das mit 5. 5 war die Batterie. Mal gucken, was da passiert. EMP hört sich gut an. Scannen sogar. Wie sind die überhaupt entstanden? Das würde mich mal interessieren. Der LKW, guck mal, was da drin ist. Ach so geht das. Ob das funktioniert. Okay, die wirken ziemlich weit, die Dinge. Kann ich da jetzt auch so schon so drauf schießen? Nee, die muss ich erst hinlegen, oder? Ach, das ist nur Schrott. Okay. Ja, komm ruhig.
wieder. Irgendwo lag doch noch einer. Der hier. Doch. Gefällt mir ganz gut. Mit Handschuhe. Vielleicht bringt das was. Ich mach das mal kurz. Team. Profil. Hände.
Nehmen wir mal die. Da haben wir nichts. Nehmen wir mal die hier. Kann man speichern oder so? Ach nee, das ist wahrscheinlich der Speicherpunkt, die Kirche hier. Der sichere Ort. Das haben wir rausgenommen. Das wird's. Zwölf von 19. Es gibt also noch mehr zu holen hier. Muss ja oben auch noch was sein. Das Radio wahrscheinlich. Den haben wir. Ah, auf dem Kirchturm geht's. Ja, die Stunde neigt sich dem Ende. Ich muss sagen, es. Nein, Quatsch. Das schmeißen wir mal weg. Das sind Dietrich. Aber machen wir die mal dahin. So. Jetzt haben wir alles gefunden, was es hier gibt. Das war wohl alles.
Gasmaske. 16. Das ist 17. Ich würde mal sagen, wir haben alles, ne? Also wenn wir nicht alles gefunden haben jetzt hier. Aber naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier mal Schluss. Ich werde hier bestimmt jetzt noch eine weitere Stunde rumlaufen, aber... Oder, na, ich weiß noch nicht, mal gucken. Da in dem Häuschen war man noch nicht, da ist bestimmt noch was drin. Beutedinger fehlen mir noch. Es gibt doch bestimmt auch Punkte, wenn ich die erledigt habe. Die Punkte, also die abgearbeitet, meine ich. Da. Ja, das ist aber komisch. Ed Mötter Up, Andersons. Mhm. Wie harget til Stenhager Gard for Ed Mötter Up, Andersons. Finde den Bauernhof Stenhager. Das heißt wahrscheinlich, wir gehen zum Stenhager Hof. Gard heißt Hof. Das weiß ich. Midgard. Oder Burg oder ja, Anwesen. Wie harget til Stenhager Gard? Naja, gut. Okay. Ja, würde ich mal sagen, dann... Nee, das gucke ich mir nicht mit an. Ist ja furchtbar, der Regen draußen. Ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich finde, das ist ein... Es hat schon... Also, ich finde das gut, das Spiel. So für den ersten Eindruck mal. Ich habe ja jetzt nichts großartig hier gezielt gemacht irgendwie. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
egal ob es ein Let's Play, einen Bock auf oder halt mal ein Look At ist. Look At wird es nicht so oft geben, ne? Weil ich kaufe mir nicht jeden Tag ein neues Spiel oder so. Aber ich bin dann doch so angefixt gewesen von den Videos von IGP. Da habe ich gedacht, nee, das musst du dir jetzt mal angucken. Den Link zu IGPs Kanal, den werde ich euch mal unten reinpacken in die Infobox zu seiner Playlist, weil der macht wesentlich mehr als ich auch noch. Auch was ich zum Beispiel nicht spiele. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und mal schauen, wenn das Video rechtzeitig hochkommt natürlich. Ansonsten schönen Wochenanfang, wenn das Montag sein sollte. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sehe schon, ich habe hier gerade von Google aufploppen gesehen. Neue YouTube-Informationen, Generation Zero spielen. Also das scheinen ziemlich viele zu Let's Playen im Moment auch. Das wusste ich nicht. Ich habe das jetzt gestern erst entdeckt. Naja, egal. Okay, so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.